Fasching kennt kein Alter, Frohsinn keine Grenzen. Die Damen und Herren vom Seniorenzentrum Schwechat haben das bewiesen und die Stimmung echt genossen. Und die Kostüme konnten sich sehen lassen. Die Fantasie kannte keine Grenzen. Alle sind kostümiert, aus was gehen Sie? Ja, ich war heute schon einiges. Ich war heute schon der Wolf und die sieben Zwerge. Dann war ich schon Batman, aufgrund des Umhanges. Aber die richtige Auflösung ist Rotkäppchen. Ich bin die Blume, Frau. Wie viele Punkte haben Sie denn? Ich hab's noch nicht gezählt. Noch nicht gezählt. Wie der Türkenchef, der Haremchef bin ich. Sein Zwerg will unter Zwergen sein, ein Zwerg kommt selten ganz allein. Auch die Bürgermeisterin bewies Humor. Sie war gut gelaunt und toll verkleidet. Wenn ich den Bart nach oben hätte, wäre ich der König Drosselbart. So bin ich nur König und nicht mehr Drosselbart. Aber das wäre mein Kostüm gewesen. Wenn wir alle verkleidet sind, muss sie auch. Sie ist ja die Bürgermeisterin, dafür ist sie auch die Kaiserin, nicht? Oder Königin. Ganz eine charmante Frau. War das schwer, sie zu überzeugen, dass sie sich umziehen und verkleiden? Ja, meine geschätzten Kolleginnen waren so überzeugend, dass ich mich nicht wehren konnte und dann eigentlich auch gar nicht mehr wollte. Eigentlich bin ich keine Verkleidungskünstlerin, aber ich bin liebevoll bedient worden und dann ist gleich passiert gewesen. Man tanzte engagiert, begeistert und mit viel Rhythmus zu guter Live-Musik. Wir haben auch einen eigenen Spruch kreiert, das heißt, man hört immer wohl Leilei und alles Mögliche. Und wir haben heuer im Seniorenzentrum unseren neuesten Spruch. Blem, blem. Sehr richtig. Jetzt aber geht nicht los. Auch von dem Tanzspiel Wer hat als Letzter den Hut auf, waren die Senioren begeistert. Und so kam er in den Himmel und man hat fantastisch war auch die Singgruppe. Man lauschte den lustigen Melodien. Weil uns das großen Spaß bereitet, weil bei uns wichtig ist, dass wir uns auch verkleiden können, viel wichtiger wie das Singen. Und weil das eben da zum Haus dazu gehört. Wir sind eigentlich, das Seniorenzentrum und der fröhliche Singkreis ist eines. Auch die Gäste, Familien, Verwandte und Freunde kamen voll auf ihre Rechnung. Manche meinten sogar, dass sie sich hier besser als anderswo unterhalten haben. Was gefällt Ihnen am besten? Die Musik, überhaupt alles erinnern, weil sie so nett sind. Alles, ja, die Musik ist gut und der Mama freut sich halt. Schon alleine jetzt im Seniorenzentrum hier, wo doch von auswärtig auch die Tagesgäste dann noch kommen, das Miteinander würde ja so nicht sein. Es würde keiner von den Senioren jetzt irgendwo hingehen oder die meisten wahrscheinlich nicht und würde so ausgelassen und fröhlich sein wie jetzt momentan. Älter werden bedeutet eben nicht leise und langweilig zu werden. Äußerlich verwandelt man sich, aber innerlich bleibt man jung. I wanna know.